Hallo, zum x-tausendsten Mal. Ihr könnt es nicht wissen, Leute, aber ich habe gerade so derbe technische Probleme. Deswegen muss ich auch gerade mit dem Laptop meiner Mutter hier gerade vorlieb nehmen. Und falls das Video irgendwann mal irgendwo stocken sollte, das hat es vorhin nämlich getan, dann tut es mir leid, ich kann es nicht ändern. Also irgendwie geht heute alles schief und dabei habe ich heute für mich das wichtigste Video überhaupt zu machen, weil ich es tatsächlich geschafft habe, wie man an der Überschrift unschwer erkennen kann, habe ich es geschafft, die Essenspigmente zu bekommen. Und zwar aus natürlich der LE Color Arts, die wir alle natürlich schon sehnlichst erwarten. Es ist so seltsam, die Cam ist da oben, der Laptop ist hier unten. Also, ich habe, glaube ich, bis auf eine Farbe habe ich alle mitgenommen. Ich zeige euch jetzt mal eben, welche das sind. Wie gesagt, wer es nicht weiß, Essence bringt Pigmente raus oder ja, hat Pigmente rausgebracht. Ich habe sie nämlich hier. Ja, sehr schön. Und ich freue mich super duper doll. Also die sind nämlich richtig, richtig genial. Fangen wir an. Ich habe Fairy Dust, dann Wow, It's Orange. Strawberry Smoothie, Safety First, Broadway Starlet, richtig schönes Grob, glitzi glitzi grob, dann Smell the Caramel, da, dann richtig geile Farbe, Cotton Candy. Dann Blueberry Muffin, Box of Chocolate, eine meiner Lieblingsfarben, finde ich jetzt schon richtig genial. Be My Bridesmaid, also es ist eine super Highlighterfarbe mit so einem schönen gelb-goldenen Stich und ach. Und wie ihr vielleicht schon euch denken könnt, Little Mermaid. Ja, das sind die Farben. Falls ich es noch nicht gesagt haben sollte, Gelsenkirchen im Müller habe ich sie bekommen. Hier in Essen, also in meiner Stadt, habe ich nichts finden können. Ich bin schon seit dem 1. August alles am Abrennen und war es leid. Und da ich weiß, dass Müller immer sehr fix mit solchen Sachen ja ist, musste ich leider in unser Nachbarstädtchen Gelsenkirchen fahren, weil wir in Essen ja keinen Müller mehr haben. Da ist ja jetzt TK Maxx drin. Und ja, habe ich extra die Reise auf mich genommen. Die kosten dort 2,45 jeweils. Und wie ihr merkt, habe ich sonst nichts aus der LE mitgenommen. Und ich werde euch nämlich auch verraten, warum. Was gab es noch in den LEs? Einmal so ein ja, Silikonlöffelchen, um die Pigmente halt zu entnehmen. Das habe ich nicht genommen. Warum? Weil ich halt noch so ein kleines Plastik-Apothekenlöffelchen habe. Das ist natürlich nicht biegsam wie wie das, was aus Silikon halt ist, aber das reicht für mich völlig, um halt Pigmente zu entnehmen. Das habe ich mir damals mal geholt, wo ich mit den Pigmentepressen angefangen habe. Und ja, dann gibt es halt auch noch so Mixing Jars. Die habe ich mir auch nicht mitgenommen. Also das sind kleine Plastikcontainer, wo ihr die Pigmente, wenn ihr die halt mischen wollt und ihr da eine super duper hammergeile Farbe rausbekommen habt, wo ihr die halt auch drin lagern könnt. Ist für mich auch nicht vonnöten, weil ich halt auch noch von Pigmentepressen von damals mir aus der Apotheke so kleine Container geholt habe. Die haben mich, glaube ich, ein Appel und ein Ei gekostet. Also, ne? Deswegen war das jetzt für mich eher uninteressant. Und ich habe auch jeweils die Augen, Lippen und Nagelbase nicht mitgenommen, weil ich euch gerne zeigen möchte, beziehungsweise ihr könnt die Sachen natürlich auch holen, die sowas jetzt nicht haben, klar. Aber ich wollte halt auch für mich selber schauen, ob es halt nicht auch mit den Dingen
funktioniert, die man zu Hause hat. Und wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann, hat das auch alles ziemlich gut geklappt. Wieso, warum, weshalb, werde ich euch jetzt sagen. Die hatten nämlich auch schon die neue LE da gehabt, die auch ins Standardsortiment kommt. Fragt mich jetzt nicht, wie sie heißt. Keine Ahnung. Das ist die, wo halt hier die neue Stay All Day Long Lasting Eyeshadow, der Eyeshadow, das Eyeshadow, dieses Lila hier auf jeden Fall da ist. Die Farbe The Magic Must Go On. Hammerfarbe, super schöner Name. Richtig genial. Habe ich als Creme-Base genommen aufs Lid. Ich mache mal eben ein Face of the Day. Warum nicht? Ja. Und wie gesagt, das habe ich als Base genommen. Dann habe ich aufs bewegliche Lid Blueberry Muffin drauf gemacht. Dann im inneren Drittel kam dazu die Farbe Wow, It's Orange. Dann habe ich im Augeninnenwinkel als Highlighter, Entschuldigung, meine Farbe, eine meiner Favorites, Be My Bridesmaid, drauf gemacht. Die ist, grill. Und halt das letzte Drittel, um das halt so ein bisschen, also den Außenwinkel ein bisschen zu intensivieren, ein bisschen dunkler zu machen. Dafür habe ich die Farbe Box of Chocolate genommen. Ja, dann geht's weiter. Ich finde, das sieht einfach richtig, richtig schön aus. Richtig schön sommerlich und ach, ich bin begeistert. Ich habe jetzt auch nur noch schwarzen flüssigen Eyeliner drauf. Und was ich mir halt auch noch aus der anderen neuen LE mitgenommen habe, ist die Essence Multi-Action Blackest Black Mascara. Also hier steht: Mascara für extrem schwarze Wimpern mit Carbonschwarz schenkt extra Volumen, Länge und Schwung. Also eigentlich alles. Und ich muss ehrlich gestehen, sie ist zwar ganz nett, aber ich finde, für meine Wimpern macht sie nichts. Also es ist für mich eine ganz normale Wimperntusche. Sie ist nicht extrem viel schwärzer als andere. Also das mit dem Carbon kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich bestätigen. Dann macht sie für mich keinen Schwung, keine Länge und auch kein Volumen. Aber also ihr seht natürlich, dass meine ihr seht ja, dass meine Wimpern ne? Ihr seht ja, dass meine Wimpern getuscht sind. Und ich finde, sie ist einfach eine ganz normale Wimperntusche. Also eigentlich nichts Besonderes, meiner Erfahrung jetzt nach. Was wollte ich noch sagen? Ah ja, genau, jetzt kommen die Lippen dran. Die Lippen habe ich natürlich auch gemacht. Und zwar habe ich da als Base, ne, weil ich habe mir ja keine geholt, könnt ihr einen ganz normalen Lipgloss nehmen. Irgendeinen. Ich habe das früher auch so gemacht, als ich mir damals meine Lidschattenpalette geholt habe. Meine 96er Lidschattenpalette, die habe ich auch als Lippenstift benutzt, indem ihr einfach einen Lipgloss drauf macht, einen Klarlack, also nicht Klarlack, einen klaren Lipgloss. Und dann einfach mit den Fingern in den jeweiligen Eyeshadow, also die Farbe, die ihr halt drauf machen wollt, halt reingeht und das dann mit den Lippen, mit den Fingern schön auftupft. Ich hatte vorhin so technische Probleme, Leute. Ich werde jetzt nichts schneiden. Das wird jetzt, egal was ich jetzt hier brabbel, es wird einfach hochgeladen. So. Ja, ich habe jetzt leider keinen durchsichtigen Lipgloss gefunden. Deswegen habe ich jetzt hier einfach irgendeinen von Essence genommen, weil diese hellen sind ja sehr, 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 sehr schier und fast wirklich schon durchsichtig. Und da ihr eh die Pigmente drauf macht, fällt die Farbe von dem hier jetzt eigentlich gar nicht mehr auf hinterher. Auf den Lippen habe ich drauf Strawberry Smoothie, den roten. Und in der Mitte habe ich zentral wieder mein Be My Bridesmaid. Richtig schöne Farbe, weil das nochmal einmal so ein, dieses Goldene, das gibt halt nochmal so einen richtigen Eyecatcher. Ich finde, das sieht einfach richtig genial aus. Ich bin so begeistert und passt auch, finde ich, zu dem Rest des Looks. Hammer, 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 Hammer. Dann
habe ich mir die Nägel gemacht. Nagelbase habe ich mir auch nicht geholt. Ich habe dafür auch einen ganz normalen Klarlack genommen. Wie ihr seht, hat er sich leider ein bisschen verfärbt. Das blieb leider nicht aus, weil wenn ich immer wieder neu reingegangen bin, ist natürlich hier in dem Flaschenhals leider was hängen geblieben von den Pigmenten. Hey, Katzen. Ja, und wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr ein Wattepad euch bereit haltet, der schön in Nagellackentferner getränkt ist, damit ihr, wenn ihr fertig seid mit den Nägeln, einmal hier das Bürstchen einfach sauber machen könnt. Und damit ihr halt den Nagellack später für andere Farben halt noch verwenden könnt. Ja. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie das geht, also ganz einfach Farbe eurer Wahl nehmen. Ich habe das jetzt hier vorhin in einem Pfännchen reingemacht. Oder ihr könnt es auch hier in den Deckel reinmachen oder auf irgendeiner Unterlage, wo ihr wollt. Und dann nehmt ihr euch den Nagellack. Na, nehmt einfach das, was ihr sonst auch immer nehmt an Produkt. Dippt das einmal in die Farbe rein, ins Pigment und lackiert euch dann ganz normal, ganz simpel die Nägel. Also ganz easy peasy. Und ich bin richtig begeistert. Ich musste jetzt allerdings hier für zwei Schichten nehmen, weil es doch beim ersten Mal an manchen Stellen ein paar Lücken gab und ein bisschen schier wurde. Deswegen habe ich sicherheitshalber zwei Schichten genommen. Worauf ihr achten müsst, ist, dass das ist mir nämlich passiert. Ich habe nämlich noch ein Pigmentepressen-Video gemacht. Ja, und zwar, das verlinke ich euch mal in der Infobox. Da zeige ich euch, wie ich im Allgemeinen Pigmente presse, also wie ich das allgemein ja mache. Aber was mich halt jetzt so sehr interessiert hat, ist, ob sich die Pigmente von Essence natürlich auch haben pressen lassen. Das habe ich gemacht und habe dabei mit der Farbe Strawberry Smoothie rum experimentiert. Und dabei ist mir dann etwas auf meinen Nagel hier gekommen, als ich die Nägel schon fertig lackiert hatte. Ihr müsst unbedingt hinterher noch, auch wenn die Nägel schon trocken sind, müsst ihr einen Topcoat drauf machen. Wenn ihr das nicht macht, dann sind die Nägel durch das Pigment noch ziemlich angeraut. Und sobald da eine andere Farbe, also ein anderes Pigment drauf fällt, geht es nicht mehr ab. Ich habe es probiert. Also ich habe an zwei Stellen halt dieses Strawberry Smoothie drauf. Ihr müsstet sonst halt, wie gesagt, normal mit der Farbe nochmal richtig drüber lackieren. Das wollte ich jetzt nicht, weil ich gerade halt den Pinsel wieder sauber gemacht hatte. Und ich hatte probiert, dann normal mit dem Pigment halt ein bisschen drauf zu streichen, so wie es ja hier mir unfallmäßig passiert ist. Aber es ist nicht ganz weggegangen. Also das Rot sehe ich hier immer noch durch. Und ja, da müsst ihr einfach halt tierisch aufpassen, beziehungsweise unbedingt noch einen Topcoat drauf machen. Nicht umsonst heißt ja auch die Nagelbase, ne, bei Essence, die es zu der LE gibt, Nagelbase, weil ihr müsst noch unbedingt was drüber machen. Ich habe mich jetzt, weil es einfach farblich super gut dazu passt, habe ich mich für Kiko die Farbe 298 entschieden. Das ist so eine richtig geile Farbe, also ein richtig, richtig toller Überlack, wo eure Nägel noch mehr Meerjungfrau-mäßig schimmern und rüberkommen. Also richtig schön. Bin ich richtig begeistert. Passt super dazu. Und ja, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, Pigmente-Pressen-Video werde ich danach wahrscheinlich hochladen. Also falls es jetzt noch nicht verlinkt ist, es kommt auf jeden Fall noch. Falls ihr Fragen habt, stellt mir Fragen in den Kommentaren. Und was mich auch mal interessieren würde, weil ich mir ja schon so oft die Hacken abgerannt habe, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn die die LE schon gesichtet haben, mal in die Kommentare schreiben, wo man sie denn finden kann. Weil ich wüsste jetzt hier in Essen zum Beispiel nichts. Wie gesagt, ich weiß, dass Müller, wenn ihr einen Müller habt, schaut mal da vorbei. Die sind immer sehr, sehr fix mit den LEs. Das war eigentlich schon immer so.
Und ja, wer die halt woanders schon gesichtet hat, schreibt das mal in die Kommentare. Ich glaube, Giselle E. ist so heiß begehrt. Ich wüsste nicht, wer die nicht haben möchte. Jedenfalls vielleicht zwei, drei Farben davon oder so, mindestens. Und ja, also ich bin richtig begeistert und ich weiß nicht, also ja. Ich bin so froh, dass ich sie bekommen habe, ehrlich, Leute. Ich habe da so lange drauf gewartet und gehofft und gesucht. Ja, ich hoffe, dass das Video jetzt ja einigermaßen gut geworden ist. Wie gesagt, falls es irgendwelche Wackelkontakt, irgendwas, Abstürze, sonst irgendwas gab, tut es mir leid. Aber es ließ sich jetzt leider nicht vermeiden. Ich wollte dieses Video unbedingt hochstellen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Und ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Habt einfach einen schönen Abend. Tschüss, meine Süßen. Ach ja, ich habe ja den Laptop an. Da kann ich ja mit meiner Maus hier vom PC gar nichts anfangen. So, jetzt mache ich aus. Tschüss.